Na, da sage ich doch mal Jumbo Jumbo. Hallo und herzlich willkommen zu Kika Live. Heute aus Berlin und zwar vom Lollapalooza Festival. Hier wird überall fett Musik gespielt und es gibt auch so Chillzone, wie zum Beispiel der grüne Kiez. Da gehe ich jetzt gleich rein, denn ich treffe die Sosoya Dance Academy. Hä? Sosoya, what? Tanz, Musik und Theater. Und das alles aus Uganda, einem Staat in Ostafrika. Mitten in den Slums der Hauptstadt Kampala steht die Sosoya Undugu Dance Academy. Mittlerweile lernen dort über 300 Kinder und Jugendliche traditionellen Tanz und Musik. Aber die Academy macht noch viel mehr. Hier in Sosoya lieben sie uns. Sie sorgen für uns. Ich bin stolz, hier zu sein. Hier bekommen wir alles, was wir brauchen. Sosoya macht mich glücklich. Sie helfen mir, selbstbewusster zu werden und bringen mir Englisch bei. Zurzeit ist die Sosoya Undugu Dance Academy zum zweiten Mal auf Deutschland-Tournee. Und zack, da habe ich sie schon gefunden. Say hello! Hi! And a very warm hallo und willkommen, Deutschland! Ihr kommt von weit her, aus Uganda. Das ist über 10.000 Kilometer entfernt. Hier ist es bestimmt ein bisschen kälter als bei euch, oder? Oh ja, sehr kalt. Wir sind Tänzer und wenn du tanzt, wird dir warm. Da braucht man keine Jacke. Also müssen wir einfach viel tanzen, sonst wird's kalt. Okay, let's move a bit like this, okay? Was findest du cool an Deutschland? Als ich hierher kam, habe ich gesehen, dass ihr Müll trennt. Und diese Idee will ich auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Das klingt gut. Ich komme mal zu euch. Erzähl mir doch mal von der Academy. Ich bekomme in der Academy das Gefühl, dass ich gebraucht werde. Und es ist einfach ein toller Ort. Ich bin dort als Tänzerin hingekommen. Ich war aber noch nicht so gut und ich wusste wirklich nicht, wie man richtig singt. Aber sie haben mir die Chance gegeben, das alles zu lernen. Echt super. Lass uns wieder tanzen. Es wird kalt. Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Ihr seid in diesem tollen Projekt und lernt so viel. Aber gibt es noch was anderes, was wichtig für dich wäre? Für mich ist Tanzen mein Hobby. Aber mein Ziel ist es, einmal ein Arzt zu werden. Ich fange bald im St. Francis Krankenhaus in Uganda an, für 5 Jahre Medizin zu studieren. Wow, das klingt super. Und das ist alles nur durch die Academy möglich. Echt toll. Was ist dein Plan für die Zukunft? Zurzeit bin ich glücklich, wie es ist. Ja. Ich gehe noch zur Schule. Dann fang mal an, drüber nachzudenken. Wir Deutschen denken ständig über alles nach. Deswegen frage ich euch auch. Kannst du mir zeigen, wie man das Instrument spielt? Das ist einfach. Du spielst es mit den Händen, fast wie eine Gitarre. Du kannst darauf Akkorde spielen und mit diesen Akkorden begleitest du schon ein ganzes Lied. Kannst du nochmal zeigen? Das ist der erste Akkord
und das der zweite und der dritte. Und wenn du sie zusammenspielst? Das klingt wirklich gut. Kann ich's versuchen? Zeig's nochmal bitte und du als das Mikrofon. Schon kannst du das Lied. Also wir erzählen unsere Geschichte mit Trommelschlägen. Eine davon ist für diese Trommel gedacht. Was heißt das? Das heißt, wir essen Matoke, Matoke, Matoke mit Bohnen. Alles klar, ich habe verstanden. Ich komme aus den Trommeln gar nicht mehr raus. Wenn dieser Rhythmus einmal von der Bühne geschwappt ist und man diese Energie lädt, dann hat man auf jeden Fall richtig gute Laune. Wenn doch das Wetter besser gewesen wäre. Suda ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Und ich sage tschüss, bis morgen. Bye, bye.